Eltern von etwa 18 Millionen Kindern in Deutschland erhalten von heute an den sogenannten Corona-Kinderbonus in Höhe von 300 Euro. Die Familienkassen weisen die Beträge automatisch an, und zwar im September 200 Euro und im Oktober noch einmal 100 Euro. Anspruchsberechtigt sind alle Mädchen und Jungen, für die auch Kindergeld gezahlt wird. Mit dem Bonus sollen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für Familien abgefedert und zugleich die Wirtschaft angekurbelt werden. Familie Klein aus Köln in der Corona-Zeit. Daniela Klein hatte als Erzieherin keine Einkommensverluste. Doch das Busunternehmen ihres Mannes Markus läuft schlechter als vor der Krise. Der Kinderbonus für sie eine willkommene Hilfe. Ich glaube, wir würden es erstmal zurücklegen ein bisschen und dann mal gucken, was die nächsten großen Wünsche der Kinder sind. Und es dann da ausgeben. Eine Idee, eine gemeinsame Fahrt in den Freizeitpark. Nach einer Umfrage des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft wollen 39% der Familien das Extrageld vollständig sparen. Der größere Teil will den Kinderbonus teilweise oder ganz ausgeben. Wir sehen, dass der Kinderbonus das Potenzial hat, sein Ziel zu erreichen und für einen wirtschaftlichen Impuls sorgen kann. In etwa die Hälfte des Kinderbonus soll pro Kind ausgegeben werden. Und am Ende könnten somit 2,3 Milliarden Euro zurück in den Wirtschaftskreislauf fließen. Den Bonus gibt es für alle Kindergeldberechtigten. Er wird aber mit dem Kinderfreibetrag verrechnet. Gutverdiener profitieren also weniger oder gar nicht. Von Hartz IV wird der Kinderbonus hingegen nicht abgezogen. 300 Euro ist nicht wenig Geld für Menschen, die wenig haben oder auch Menschen mit mittlerem Einkommen. Und so wie der Bonus gestaltet ist, dass auch im Wesentlichen nur diese Haushalte den Bonus bekommen, ist das eine sehr vernünftige und auch hilfreiche Maßnahme. Für einkommensschwächere Menschen ohne Kinder, kritisiert der Paritätische Wohlfahrtsverband, tue die Bundesregierung aber zu wenig. Jan Behringer von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Guten Tag, Herr Behringer. Guten Tag. Wie viele haben durch die Corona-Pandemie weniger im Portemonnaie? Genau, also während der Corona-Krise haben natürlich jetzt sehr viele Haushalte Einkommensverluste erlitten. Insofern ist es richtig und wichtig, dass die Bundesregierung quasi diesem wirtschaftlichen Einbruch, der eben für viele Haushalte mit erheblichen Einkommensverlusten verbunden war, mit einem umfangreichen Konjunkturpaket begegnet ist. Sie haben ja eine Befragung gestartet und gefragt, wie effektiv ist denn eine Mehrwertsteuersenkung und überhaupt der Kinderbonus? Fangen wir mal mit der Mehrwertsteuersenkung an. Was bringt sie denn tatsächlich? Was haben Sie herausgefunden? Genau, wir haben in den letzten Wochen eine Umfrage durchgeführt, um die Wirkung dieser Maßnahme auf den privaten Konsum besser einschätzen zu können. Und unsere Ergebnisse, die deuten eben darauf hin, dass die Senkung der Mehrwertsteuer privaten Konsum und der Konjunktur eher einen überschaubaren Impuls geben dürfte. Rund 3/4 der Befragten geben in dieser Studie eben an, dass die Mehrwertsteuersenkung gar keine Auswirkung auf ihr Konsumverhalten hat. Zwei Aspekte sind hier aus meiner Sicht wichtig. Zum einen geben eben nicht alle Geschäfte die niedrigere Mehrwertsteuer in Form von geringeren Preisen an die Konsumenten weiter. Und zum anderen sehen wir, dass die Konsumenten auch gar nicht unbedingt mit Mehrkäufen auf so kleine Preisänderungen reagieren. Geht es da nicht eher um einen psychologischen Effekt? Naja, also die Idee der Mehrwertsteuer ist schon quasi, dass das Konsumverhalten der Menschen geändert werden soll. Die Menschen sollen eben durch die Steuersenkung dazu gebracht werden, Anschaffungen, die später oder eben gar nicht geplant waren, eben jetzt in der zweiten Jahreshälfte zu tätigen. Unterm Strich sind die Effekte der Steuersenkung allerdings begrenzt, weil wir sehen, dass eben relativ wenig zusätzlicher oder vorgezogener Konsum ausgelöst wird. Die Mehrwertsteuersenkung von 3%, die macht sich ja nur richtig bemerkbar, wenn man etwas Größeres anschafft, zum Beispiel sich ein Auto kauft. Da stellt sich ja dann schon die Frage, wer kauft denn in der Krise überhaupt ein Auto? Na, die Wirkung ist natürlich stärker, wenn große Anschaffungen, wie beispielsweise ein Auto oder Haushaltsgeräte, Haushaltsgegenstände getätigt werden. Das können sich natürlich vor allen Dingen einkommensstarke Haushalte leisten. Einkommensschwache Haushalte, die kaufen sich nicht mal eben eine Waschmaschine, nur weil sie 3% günstiger ist. Ja. Aber die weniger im Portemonnaie haben, die bleiben dann oft auf der Strecke. Zudem ja auch oftmals die Geschäfte, die Mehrwertsteuersenkungen nicht an den Kunden weitergeben. Zu kompliziert heißt es da. Hätte man da vielleicht die Geschäfte verpflichten müssen? Naja,
eine Verpflichtung in Geschäfte ist sicherlich schwierig, weil es hier auch rechtliche Unwägbarkeiten gibt. Ich glaube, dass es an der Stelle eher sinnvoll wäre, quasi andere Instrumente zur Konjunkturbelebung zu nutzen, die auch aus verteilungspolitischen Gesichtspunkten besser geeignet sind. Und was wäre das zum Beispiel? Naja, der Kinderbonus ist sicherlich ein Instrument, das quasi aus verteilungspolitischen Gesichtspunkten geeignetes Instrument ist, um die Konjunktur zu beleben. Ne? Quasi der Kinderbonus wird zwar mit dem Kinderfreibetrag verrechnet, allerdings nicht auf die Grundsicherung angerechnet. Insofern profitieren davon natürlich vor allen Dingen Familien mit einem geringen und mittleren Einkommen. Sehen Sie die Gefahr, dass der Kinderbonus zum Stopfen etwa der Haushaltslöcher benutzt wird? Naja, also wie gesagt, wir haben vor einigen Wochen quasi eine Umfrage durchgeführt, um die Wirkung dieser Maßnahmen auf den privaten Konsum besser einschätzen zu können. Ne, die Ergebnisse dieser Umfrage, die deuten eben darauf hin, dass der Kinderbonus den konjunkturellen Aufschwung schon stützen kann. Ne. Dafür spricht zum einen, dass gerade Haushalte mit Kindern eben während der Corona-Krise deutlich häufiger von höheren Ausgaben berichten als Haushalte ohne Kinder. Ne, das bedeutet, dass hier schon akuter finanzieller Bedarf vorhanden ist. Zum anderen haben wir die Haushalte eben direkt danach gefragt, was sie mit einer Einmalzahlung wie dem Kinderbonus machen würden. Hier sagen eben gut 80% der Befragten, dass sie einen erheblichen Teil davon ausgeben würden. Insofern gehen wir davon aus, dass der Kinderbonus ungefähr zur Hälfte direkt in zusätzlichen Konsum fließen wird. Es kann natürlich durchaus passieren, dass die Haushalte einen Teil quasi dieser Einmalzahlung beiseite legen, insbesondere wenn sie in den vergangenen Monaten Einkommensverluste hatten. Wenn die Haushalte allerdings in den kommenden Monaten mit unvorhergesehenen Ausgaben konfrontiert werden, dann können sie natürlich den Kinderbonus für diese Ausgaben verwenden. Und was hätte aus Ihrer Sicht die Regierung tun können, dass die Menschen tatsächlich mehr Geld ausgeben? Naja, grundsätzlich muss man mal festhalten, dass es richtig war, quasi dem Einbruch der Wirtschaft so im Zuge der Corona-Krise dieses massive Konjunkturpaket entgegenzustellen. Hier wurde schnell und entschlossen reagiert. Wir haben auch gesehen, dass es sich bewährt, wenn man den Haushalten, die gerade Einkommensverluste haben, eben Geld gibt. Ne? Gerade diese Haushalte geben das Geld dann auch wirklich aus. Ich denke, an der Stelle ist es richtig, dass jetzt zuletzt das Kurzarbeitergeld verlängert wurde. Eine andere Möglichkeit wäre aus meiner Sicht auch, quasi das Arbeitslosengeld zu erhöhen, ne? Insbesondere wenn die Arbeitslosigkeit jetzt länger hoch bleibt. Und zuletzt muss man natürlich jetzt die nächsten Wochen abwarten, ob man gegebenenfalls quasi den Kinderbonus ausweiten oder erhöhen kann. Danke für das Gespräch. Jan Behringer von der Hans-Böckler-Stiftung. Vielen Dank.